Ja. Problem gelöst. So, da sind wir, das Rollpaket ist da. Ich hab's diesmal mit Vergewaltigung. Ach, der Panzerband. Ja, dieses Mal, also normalerweise haben wir mal so ein Kilo oder so. Im Moment steht anderthalb auf einer Seite, wiegt es sehr viel. Also ich weiß nicht, was drin ist, bin da sehr gespannt. Diesmal machen wir es auch so, dass ich es noch mit aufschneide, damit wir auch die Garantie haben, dass ich nicht heimlich gelinst habe. Das funktioniert mit der Schere schon wieder super. Nämlich gar nicht, okay. Und dann die Seite. Ich denke mal, die Kamera ist diesmal besser ausgerichtet als letztes Mal. Naja, ich habe schon leicht zittrige Finger, weil ich freue mich so. Und jetzt machen wir es auf. So. Jetzt kleine Soundanwendung bitte. Ich gucke jetzt nicht hin. So. Da haben wir es. Oh, sieht nach gar nicht so viel aus. Okay, das erklärt schon. Das erklärt wirklich schon, warum so schwer. Wir haben hier einen Mineraldrink. Okay, ein Smash. Also ich tippe mal auf das Türen. Wir gehen mal einfach mal näher an die Kamera. Ja, da fliegt mein Autofokus. Ein starker Mineraldrink ohne Kohlensäure. Okay, Zitrus. Sieht cool aus, ob schmeckt. Sehen wir gleich. Wir gucken mal kurz rein hier in die alte Wurstbox. Ja. Also der Text wird auch mal kürzer, habe ich so das Gefühl. Ne? Diesen Monat fahren wir mit dir zurück in die Zukunft, aber nicht im DeLorean. Natürlich, super, freue mich. Sondern im Rick Grams Ford Crown. Ach, leck mich doch am Arsch. Klopapier. So, gucken wir mal. Ah, was haben wir hier? Oh, geil. Batterien. Ja. Batterien. Für die Fernbedienung oder so. Ja, es ist jetzt. Ich würde mich freuen, aber. Naja. Oh, was haben wir denn hier? Oh! Das exklusive Walking Dead Teil. Wir haben den Polizeiwagen. Ja, den Polizeiwagen aus Walking Dead. Ja, sieht ganz nett aus. Also, Na, okay, schön. Ja. Lucha's Exclusive. Ja, also ich hätte jetzt mit irgendwas anderem gerechnet. Aber okay, Autos auch. Passt gut in die Sammlung. Was mich gerade schon so angelinst hat, eine Super Mario-Figur aus der Figurenkollektion. Es gibt natürlich verschiedene, wahrscheinlich auch noch Luigi etc. und Wario und. Wer war das denn nochmal? Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Naja, aber. Mario, okay. Oh, da ist was vom Pummel-Einhorn drin. Was haben wir denn da? Oh, bin ich dick, ich bin flauschig. Was haben wir denn hier? Ach, so eine. Dingens hier. Sammelkarten, Trumpfspiele. Ja, das ist, wie gesagt, wieder so ein Quartett. Könnt ihr eigentlich jetzt auch mal aufmachen, die Scheiße. Nee, komm schon. Ja, so. Wieder so eine Art Quartettspiel. Diesmal ist gar nicht so viel drin. Die Dose hat so viel Platz gebraucht. Ja, geil. Ja, hier. Mit Knallersprüchen. Und auch hier. Flauschigkeit, Freude, Humor, Glitzer, Appetit. Das Schöne ist, wir haben hier 4 Karten. Also letztendlich wieder Sammelkarten, also beziehungsweise, ne? Sammelspielzeug. Haben natürlich unsere Süßigkeit drin. Oh, das habe ich ja ewig nicht gesehen. Gibt es die Dinger im Kiosk noch oder so? Ich glaube schon, ne? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die hat man damals immer am Kiosk gekauft. Die machst du dir so um. Aha, das zwickt über deine Haare. Und dann hast du hier deine. Boah, stinkt das nicht. Eine Million E-Stoffe. Wir haben schon 7? Ja, da muss ich mal los. Okay. Und dann haben wir noch unser Shirt, weil wir haben immer ein Shirt. Aber wenn ich schon sehe, Awesome Mix Volume 1 ist natürlich aus Guardians of the Galaxy. Sind wir mal gespannt, wie das Muster letztendlich aussieht. So, gucken wir mal kurz. Oh ja, das sieht cool aus. Moment, kleinen Moment, ich muss mal kurz auseinanderdröseln. Oh, die Kamera ist um mich. Und das ist unser Motiv hier. Das sieht okay aus, oder? Schön. Ja, einfach Lord Helmchen drauf und das war's letztendlich. Und damit ist die Box jetzt auch schon durch. Finde ich jetzt ein bisschen, naja, ein bisschen den komischen Zitrus-Wix, keine Ahnung, Mineraliendrink. Sieht sehr vielversprechend aus. Ah, ich habe keine Fingernägel. Ist mal im Ernst. Au. Au, verdammte Hacke. Oh,
ich komme da gar nicht drunter. Ja. Problem gelöst. Oh, das. Hm, das, oh, da, oh, das riecht wie hier Meister Popper Zitrone. Kennt ihr diese Calcium-Tabletten? Diese Brausetabletten? So schmeckt das. Wie man nicht so gut sehen kann. Dieses Zeug, hier ein bisschen was auf den Rand packen, ist grün. Wie der Hulk halt. Es schmeckt nach Brausetablette mit Süßstoff. Aber im Großen und Ganzen ist das die Lutschleife. Ich packe jetzt das Auto aus. Wieso lasse ich so einen Scheiß eigentlich eingepackt? Schön die Packung kaputt machen, damit man es auch nachher nicht wieder da reintun kann. Weil es ja ein Lutschleife-Exclusive. Deswegen einfach so ein Polizeiauto nehmen. Dann einfach so Walking Dead drauf knallen. Das ist auch unverschämt. Ja, also sehr detailliert, kann man sagen. Autofokus, hallo, da. Kannst du sagen, was du willst? Ist mein Fingernagel dreckig? Nee, sah so aus. Sehr detailliert, auch von innen. Also, meine Kamera. Doch sehr detailliert, sieht sehr nett aus. Oh, wie wir gerade sehen, haben wir auch noch diese lustigen kleinen Blutspuren hier drauf. Und ein bisschen dellig. Ah, hier sind auch noch schön die Handabdrücke und so drauf. Schon geil. Auf jeden Fall cool. Fährt sich auch sehr butterweich, als hätten wir hier Reifen drauf. Na gut, was haben wir noch? Ja, die Mario-Figur und Batterien. Weißt du ja gar, wozu die gut sein sollen. Mario-Figur auch sehr schön. Ja, dann sind wir hier durch. Ich würde sagen, wir sehen uns bei dem nächsten schwachsinnigen Video. Ne, und nicht vergessen. Bleibt immer schön flauschig hier mit der Karten. Ach, hau doch ab.